Disclaimer. Tja, Drogen sind schlimm, nimm keine Drogen, okay? Dieses Video dient nur zur Unterhaltung. Es ist 7.25 Uhr, Dienstag, der 2. Juni 2015. Hier ist das erste deutsche Highgrow Let's Play auf dem Kanal The Northern Ray of Life. Mit mir, dem Dre. Guten Tag. Und an alle, die das erkannt haben, diese Melodie, ein herzliches Moin Moin und willkommen. Ich bin völlig durcheinander. Zu meinem zweiten Versuch heute, Highgrow zu Let's Playen, zu zeigen. Völlig fertig. Es ist 7 Uhr morgens oder halb 8 Uhr morgens, Leute. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich bin nach der Nachtschicht hier, habe ich mich direkt mal rangesetzt am PC und habe mich ein bisschen reingefuchst, denn ihr seht schon, es ist im Vollbild. Ja, ich habe gelesen, ihr wollt das im Vollbild haben und dann habe ich mich da mal rangesetzt und das ausprobiert und es funktioniert. Allerdings haben wir dadurch hier so ein bisschen, wo haben wir sie denn? Hier unten haben wir so ein bisschen, ach, den seht ihr gar nicht mit der Maus, okay. Aber ihr seht, da unten ist so ein schwarzer Rand und links ist so ein schwarzer Rand und rechts auch. Und das liegt ganz einfach daran, dass man ja halt ein Bildformat haben muss. Gut, lässt sich nicht ändern, aber dafür ist das Bild im Vollbild, was auch für mich sehr interessant ist, weil das dadurch sehr viel größer dargestellt wird. Und, was erzähle ich? Ich zeige es euch einfach mal. Wir gehen mal rein in den Workshop. Und die Musik ist diesmal okay, alles klar. Das Problem ist, warum ich das jetzt nochmal mache. Mir ist das einmal abgestürzt und ja. Deswegen habe ich jetzt, ich sag viel zu oft ich habe leider schon gegossen. Beziehungsweise auch gedüngt. Und beim Düngen ist mir auch ein Fehler passiert. Zeige ich euch gleich. Wir gucken uns erstmal hier den guten, ich komme mit den Namen durcheinander, Digiheld. Das ist der Digiheld. Und der Digiheld entwickelt sich prächtig, muss ich sagen. Hier hat er ja, ja, zwei Triebe. Und hier oben sieht es aus, als würde er sich da auch vergrößern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn wir uns den Strolchikiller angucken. Es tut mir leid, ich bin auch völlig übermüdet. Eigentlich sollte ich es nicht machen, aber ich will das jetzt noch machen. Der Strolchikiller macht dem Digi ziemlich nach, nur halt spiegelverkehrt. Und selbst der Dre hat hier oben auch schon zwei Sprosslinge. Sagt man das so? Ich glaube schon. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Dann gucken wir uns einmal den Growth Log an. Und da sehen wir, die Gesundheit ist am Steigen und am Steigen und am Steigen. Ich weiß gar nicht, ob die über 100 gehen kann, weil ich denke mal, dass das die Gesundheit in Prozent angezeigt wird. Der Digi hat jetzt eine Höhe von 791 mm. Eine Maß von 25, ich glaube Gramm müssten das sein. Ich weiß es immer noch nicht. Ist schon der 9. oder 10. Teil und ich weiß immer noch nicht genau, wofür das alles steht. Mann, Mann, Mann. Dann haben wir einen THC-Gehalt von 1,05%, was auch sehr, sehr gut ist. Zumindest für den Zeitpunkt. Für den Zeitpunkt, genau. Und dann seht ihr 800 Milliliter Wasser. Ja, ich habe, wie gesagt, schon gegossen. Der pH-Wert liegt bei 7,3. Das ist vollkommen okay. Beim Sträuchi sieht es eigentlich nicht sehr viel anders aus. Gesundheit ist ja immer noch der Führende, wenn ich mir das so angucke. Yep. Die Höhe hat er den Digi überholt. Ich bin mit, also der Dre ist immer noch am höchsten. Das ist, fällt mir ein bisschen schwer, in der dritten Person von mir zu reden. Die Gesundheit sieht eigentlich ganz okay aus. Hier haben wir 23 Gramm, 1,04 THC-Gehalt und auch hier 800 Milliliter beim Dre. Beim Dre sieht eigentlich ganz genauso aus. Der pH-Wert ist bei allen im Toleranzbereich. Nur der Strolchi bricht ein bisschen nach oben hinaus, aber 7,4 ist, glaube ich, noch okay. Und dann gucken wir doch mal in den Nerd Living Room, wie es dem Deber geht. Und ihr seht schon, der Deber wächst gut nach oben. Und wir gucken auch gleich mal auf die Gesundheit, denn er war ja so ein bisschen das kleine Sorgenkind. Also die Pflanze. Und ja, dann sehen wir hier schon, der 7-Sip Sierra ist geschlüpft. Der ist jetzt eine Woche dabei und hat sich auch ganz gut entwickelt. Wir gucken einmal ganz kurz rein. Das ist der Deber, genau. Der Deber, ihr seht's, er stand bei 10, war der niedrigste Punkt. Ich glaube, ja genau, selbst als er rausgekommen ist aus seinem Samen, war er schon höher. Und steht jetzt wieder bei 17. Da bin ich sehr froh, dass ich habe schon gedacht, ich hätte ihn umgebracht. Und genau, dann ist mir das Spiel abgestürzt und ich wollte währenddessen 7-Sip Sierra düngen, weil der langsamer dran war. Und habe dann aus Versehen danach dann den Deber gedüngt. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt nicht vergiftet habe und ihn damit raushaue. Das wäre ziemlich ärgerlich. Genau. Sonst war alles okay. Der pH-Wert liegt bei 6,8. Das ist eigentlich auch noch im Toleranzbereich. So, und der 7-Sip fast eine Woche dabei. Und
bricht jetzt hier natürlich auch mit der Gesundheit ein, aber wie wir uns gleich mal wir gucken uns gleich mal die Charts an. Da sehen wir, dass das eigentlich normal ist am Anfang. Also ich brauche mir da gar keine Gedanken machen. Die Höhe 7 mm, ja, die Potency sinkt natürlich auch. Er ist jetzt bei 633 Milliliter Wasser, 0,8 Gramm habe ich ihn gedüngt. Und 7,1, der pH-Wert, immer noch okay. So, hier der Chart, da sehen wir es mit der Health. Gut, jetzt haben wir hier keinen sehr guten Vergleich, weil es ja nur die beiden Pflanzen gibt und auch nur am Anfang. Aber wir sehen es, es ging erst hoch und sank dann bei beiden eigentlich wieder ab. Gut, diese Kurve hier ist natürlich krass, aber es geht auch wieder aufwärts. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Genau in der Höhe. Hier ist natürlich noch nicht so viel zu sehen. Aber auch das ist der pH-Wert. Das waren die beiden. Jetzt gucken wir hier nochmal nach. Nee, falscher Knopf. Da. Hier sehen wir es eigentlich ganz gut. Es steigt bei allen erst rapide an und sinkt dann einmal ordentlich, um dann wieder zu steigen, wieder zu sinken. Aber es geht konstant eigentlich immer nach oben. Die Tendenz ist eigentlich immer nach oben. Wir haben hier keinen, der wirklich nach unten hin ausbricht. Die Höhe sind wir alle fast auf dem gleichen Punkt hier, die drei. Selbst da haben wir langsam jetzt was wir erkennen können. Die Potency, der THC-Gehalt, da treffen sie sich jetzt langsam wieder in der Mitte. Nachdem man hier so schön sieht, wie sie auseinandergegangen sind, kommen sie jetzt doch langsam wieder zusammen. Und der Chart gefällt mir eigentlich immer noch am besten mit den Millilitern. Der sieht immer am witzigsten aus. Und der pH-Wert, ja, ganz okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's soweit hier. Wir haben die 24 Grad, eben waren es auch noch 40. Ha, okay, so schnell ändert sich das. Die Luftfeuchtigkeit ist im Okay-Bereich, alles eigentlich im Grün. Hier haben wir auch 24 Grad, 81% relative Luftfeuchtigkeit in meinem Wohnzimmer. Hier tropft es von der Decke, weiß ich Bescheid. Und ihr seht es immer noch, ganz rechts ist immer noch Platz. Wenn ihr also Bock habt, hier eine Pflanze auf meinem Wohnzimmertisch zu sein, Wohnzimmertisch, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, dann werdet ihr hier dazu gesetzt gerne. Auch mit eurem Kanalnamen oder wie auch immer ihr das mögt. Jetzt ziehen wir hier die Lampe ein bisschen weiter runter. So. Genau, dann seid ihr innerhalb der nächsten paar Tage hier als Pflanze vertreten. Ja, genau. Oh, so, und das war's dann auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Lasst mir ein bisschen Feedback da. Und dann sehen wir uns ansonsten beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Projekte. Ich bin der Dre und ich bin hier raus. Macht's gut, danke. Ciao.